Nummer 5. Drachendinosaurier. Seit Anbeginn der Zeit glaubte die Menschheit an Drachen. Sie tauchen auf in den alten mesopotamischen Kunstwerken und in vielen Kulturen gibt es Legenden über Götter, die mit diesen mythischen Kreaturen gekämpft haben wollen. Aber woher stammen diese Geschichten eigentlich? Die wahrscheinlichste Antwort ist, dass die Menschen über Jahrtausende auf Dinosaurier-Skelette gestoßen sind und haben diese Funde auf eigene Art und Weise rationalisiert, mit der Annahme, dass es noch irgendwo lebende Exemplare gibt, die sich entweder verstecken oder in irgendwelcher Hülle schlafen. Überall von Asien bis Europa und Amerika entwickelten die dort lebenden Völker ihre eigenen Geschichten und Variationen von Drachen und wie sie ausgesehen haben. Manche hatten Flügel, die anderen hingegen nicht. Manche von denen lebten in Höhlen und manche in See. Und hier haben wir ein gutes Beispiel bei einem echten Drachen. Wissenschaftler aus Argentinien entdeckten ein Fossil von einem gigantischen Drachen, der den Himmel vor 86 Millionen Jahren terrorisierte. Dieses Tier war von der Art der fliegenden Reptilien und könnte die Größe eines Busses erreichen. Man hat ihnen den Namen Dragon of Death vergeben. Sinngemäß auf Deutsch übersetzt heißt er dann Todesdrache oder Drache des Todes. Er gehört zu der Familie der Flugsaurier. Sein fachlicher Name ist Tatanus Dracon Amaro. Diese Kreatur kam vor den Vögeln und war einer der ersten fliegenden Kreaturen, die nach Futter gejagt hatte. Die Fossilien hat man in Andes Mountains entdeckt, in der Kreidezeit Erdschicht. Das ist ungefähr 20 Millionen Jahre, bevor der riesige Asteroid fast das ganze Leben auf unserem Planeten ausgelöscht hat. Man kann mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass diese Kreatur zwar kein Feuer gespuckt hatte, aber es sah ziemlich aus wie ein Drache. Und dafür war es fähig, auf zwei Beinen zu laufen. Würdet ihr auf solche Riesenknochen einer Flugkreatur wie dieser stoßen, würdet ihr auch annehmen, dass es nicht nur Legenden sind, aber dass sie echt real gewesen sind. Nummer 4. Meerjungfrauen. Es war gar nicht so lange her, dass Menschen an diese Kreaturen geglaubt haben. Fast jede Zivilisation hat Geschichten und Legenden über humanoide Gestalten, die in Wasser lebten. In Arabien wurden Meerjungfrauen beschrieben als mit Mondgesichtern und Frauenhaaren, weil ihre Hände steckten in ihren Bäuchen und sie hatten stattdessen einen riesigen Fischschwanz anstatt Beine. In der Tat geht die Legende der Meerjungfrau den ganzen Weg zurück zu Babylonien. Vor tausenden von Jahren, einer ihrer Gottheiten hieß Era und er war ein Fischgott mit dem Körper eines Menschen und die untere Hälfte eines Fisches. In Afrika-Mythologie gibt es auch Mami Wata, mit der oberen Hälfte einer Frau und die unteren Hälfte eines Fisches. Aber sie ist ein Wassergeist, der dich verführt und dich anschließend umlegt. Meerjungfrauen sind in der griechischen Mythologie zu finden, genau wie in der syrischen Mythologie und so ziemlich überall sonst. Im Mittelalter Meerjungfrauen galten als sehr echt und wurden in die gleiche Kategorie platziert wie andere Meeresbewohner, wie zum Beispiel Wale und Delfine. Die Menschen von Küstenstädten auf der ganzen Welt erzählten Geschichten über die Begegnung mit diesen bizarren Kreaturen. Im 16. Jahrhundert wurde angeblich eine Meerjungfrau in Holland in einem Fluss gefunden. Sie wurde von den Bürgern zu einem nahegelegenen See mitgenommen und wieder gesund gepflegt. Diese Meerjungfrau wurde dann zur Bürgerin und hat Holländisch gelernt, Haushalt gemacht und Hausarbeiten verrichtet. Anschließend konvertierte sie zum Katholizismus. Es gibt hunderte solcher Geschichten, die in unserer Vergangenheit schriftlich festgehalten wurden. Es ist jedoch höchstwahrscheinlich, dass die Leute seltsame Dinge auf See sahen und nicht verstehen konnten, was es genau war. Nummer 3. Das sibirische Einhorn. Einhörner waren in gewisser Weise echt, aber sind vor etwa 29.000 Jahren ausgestorben. Für National Geographic war das Einhorn ein sehr reales Tier, das in Sibirien lebte. Vor etwa 350.000 Jahren lebte das sibirische Einhorn. Es sah aber nicht so aus wie die Fantasiedarstellung, die wir heute kennen. Das sibirische Einhorn ist ein wirklich uraltes Tier. Es hatte einen langen Horn wie beim Nashorn und teilte den Planeten mit Menschen für kurze Zeit. Es heißt Elasmotherium sibiricum. Und Wissenschaftler entdeckten kürzlich seinen versteinerten Schädel im Land von Kasachstan. Das Fossil stammt von der Zeit, als unsere alten Vorfahren als primitive Jäger und Sammler lebten. Das Tier war ungefähr 12 Fuß lang und wog etwa 4 Tonnen. Es war komplett mit Zotteln bedeckt und sah nicht aus wie ein weißer Hengst mit einem magischen Horn. Menschen erzählten zweifellos Geschichten über dieses mythische Tier, was sie gesehen hatten, und diese Geschichten entwickelten sich im Laufe der Jahre und verbreiteten sich. Die Seeleute aus Europa begannen Narwale zurückzubringen, deren Stoßzähne wie das Fantasie-Einhorn aussahen. Irgendwann begann auch die katholische Kirche diese Hörner in ihre Symbolik mit einzubeziehen. Nummer 2. Der ausgestorbene Bigfoot. Genau wie Einhörner war Bigfoot ein sehr echtes Tier und das zumindest sehr ähnlich, was wir heute als Bigfoot kennen. Aber der Bigfoot, von dem ich spreche, war real. Er heißt Gigantopithecus Blackie. Und es war größer als jeder Menschenaffe, der je gelebt hat.
und etwa doppelt so groß wie ein erwachsener Mensch. Dies waren riesige Affen, die in den Wäldern des Südostens Asiens lebten. Was würde dann bedeuten, dass in der Wildnis von Nordamerika nie ein Bigfoot-ähnliches Tier je gelebt hat? Aber sie taten genauso aussehen, wie die meisten Leute in Nordamerika Bigfoots Aussehen beschreiben. Ungefähr 10 Fuß groß, wog etwa 600 Pfund und waren komplett mit Haaren bedeckt. Es war fast wie eine Mischung aus einem Grizzlybär und einem Orangutan. Eines der größten Probleme mit diesem Tier ist, dass es sehr wenig gefundene Überreste gibt, außer Stücken von Zehen und Parteien von Kieferknochen. Dies erschwierigte den Wissenschaftlern, ein vollständiges Bild zu zeichnen. Es ist extrem unwahrscheinlich, dass sie bis heutige Zeit überlebt haben, obwohl viele Menschen behaupten, diese riesigen Affen gesehen zu haben. Nummer 1. Der Donnervogel, aka Thunderbird. Die Legenden der amerikanischen Ureinwohner von den großen Ebenen, aus dem pazifischen Nordwesten und sogar aus der Region der großen Seen, alle erzählen ähnliche Geschichten über ein mythisches Geschöpf, das als Donnervogel bekannt ist. Es war eine Art massiver Vogel, der ein großes Gewitter ankündigte. Die Geschichten von dieser legendären Kreatur können so ziemlich in jedem Stamm in Nordamerika gefunden werden. Es hat Experten dazu gebracht, sich zu fragen, ob der Riesenvogel wirklich mit den amerikanischen Ureinwohnern vor tausenden von Jahren koexistierte. Die Wissenschaftler fragten sich, woher kamen diese Donnervögel und könnten sie heute noch existieren. Die Überlieferung der amerikanischen Ureinwohner sagt uns, dass Thunderbirds erscheinen, wenn Gewitter kommen soll. Sie werden direkt vor einem Sturm gesehen und nur in den Frühlings- und Sommermonaten. Die Vögel werden größer beschrieben als die meisten, mit unglaublich langen Spannweite der Flügel, die so breit gewesen sein sollte, dass sie die Sonne verdeckte, als sie vorbeifliegten.